Gut, das Ding wird fertig gebaut. Hier unten wird wieder weiter rekrutiert. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch weitere Verteidigung. Edelmänner kommen noch mit rein. Berittene Bogenschützen nehme ich auch noch mit dazu. Verkrümel dich. So, dann kommen wir nur hinten rum, sind aber nicht bei dem Dorf. So kommen wir gar nicht an das Dorf ran. Aha. Interessant, gut zu wissen. Das Ding wird weiter hochgezogen, das dauert noch eine Weile. Rüber da. Ach, hier sind auch noch welche. Tötet sie alle. Erstaunlich, wie gut die durchhalten. Okay, das ist interessant. Defensiv bleiben bitte. Nee, ich glaube, ich werde nur den Schrein zerstören, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Alles andere ist Blödsinn. Oder ich hätte zumindest die Leute mit hochpolen müssen. Auf diese Weise. Hier hinten rum ist ja. Bringt ja nichts. Für den Kaiser. Eure Befehle? Tribun? Ja, Tribun. Ja, Herr. Ja, Tribun. So, rauf da. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Macht sie alle fertig. Rauf da. Ihre Tribaten sind des Kämpfens müde und verhalten sich fortan neutral. Okay, dann haben wir die wenigstens jetzt auch auf unserer Seite. Ihr haut bitte ab. Okay, und ihr wartet hier unten. Wir
können jetzt wieder weitere Leute rekrutieren. Dann nehmen wir jetzt erst einmal, Reiter brauche ich im Moment nicht. Wir haben hier oben keine großartige Festung, das heißt, ich brauche auch keine Infanterie. Es reicht, wenn wir noch ein paar Krieger haben. Ich mache zweimal Krieger. Das Blöde ist, dass die zwei Brücken haben. Die könnten also von überall wieder runterkommen. Wir müssen die Verteidigung hier unten aufrechterhalten. Sorry. Mann, Mann, Mann. Gut. Die Leute werden erstmal hochgeheilt. Wir versuchen jetzt erstmal weitere mit dazu zu bekommen. Theoretisch könnten wir die hier vernichten. Dann hätten wir die Möglichkeit, weitere Leute mit reinzuholen. Aber dann wären die anderen wieder sauer. Alles wäre wieder doof. Wir können froh sein, dass wir aktuell nicht so viel kämpfen müssen. Euch könnte ich oben gebrauchen, dich nicht. Du bleibst hier, versteckst dich im Wald. Aber euch brauche ich definitiv oben. Einmal Krieger gehen auch noch mit hoch. So, und ihr stellt euch dann hier vorne mit hin. Speichern mal. Wir haben ja kaum Leute verloren. Es ist ja völlig in Ordnung. Und wir müssen ja jetzt nur noch die hier oben erobern. Das könnte klappen. Insbesondere, wenn wir jetzt noch mit diesen beiden Katapulten hier durch die Gegend ziehen. Warum nicht? Gehen schon mal zur Brücke hin. Bin gespannt, was dort auf uns wartet. Von links und rechts werden wir nicht mehr angegriffen. Das ist soweit in Ordnung. Das ist unsere Aufgabe. Besiegt Cassivellaunus, schützt das römische Feldlager. Gaius Crastinus muss überleben und Commius muss ebenfalls überleben. Ja, die sind alle noch am Überleben. Das ist völlig in Ordnung. Ja, General. General. Sofort. Eure Befehle? Aha. Ja, General. So, unsere Leute sind immer weiter nach vorne unterwegs. Das ist gut. Und wir sind fast bei Cassivellaunus. Allzu lange kann es nicht mehr dauern. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch einiges an Armeen und vielleicht sogar an Katapulten dann auch begrüßen müssen. Aber eins ist sicher, die Art und Weise, wie wir das Ganze hier gemacht haben, das war gut. Es geht schlimmer. Der Druide heilt unsere Leute hoch. So schön. Ist ja auch nicht viel zu heilen, sind ja bloß noch vier Leute. Ist mir jetzt egal, ob ich immer wieder einen neuen Spielstand mache. Ich traue mich einfach nichts mehr. Wir wurden so oft überfallen. Es macht dann auch einfach keinen Spaß mehr. Wenn man weiß, es klappt einfach nichts von dem, was man sich vornimmt. Alle Mann rüber auf die andere Seite. Gut, jetzt sehen wir schon mal eine Menge. Bisher aber noch keine Leute. Vielleicht sind die ja noch auf dem Weg Richtung Süden hierher. Deswegen ist es gut, dass wir noch neue Leute mit ausbilden. Gut, da vorne ist Cassivellaunus. Da müssen wir hin. Geht mal in den Wald.
macht sie alle fertig. Ihr fahrt bitte weiter nach vorne. Boah, die kommen auch noch mit Streitwagen. Das ist natürlich sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Spiel laden. Okay, es kann natürlich sein, dass die jetzt auch nichts weiteres bringen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hoch mit den restlichen Soldaten, die wir haben. Die werden gerade produziert. Werden dann hier oben mit hingeschickt. Ihr stellt euch schon mal in den Wald. Ihr stellt euch dort mit hin. Ich glaube nicht, dass es gut ist, hinten rumzugehen. Aber es gibt diesen Übergang. Der wird nur von Lila beschützt. Und Lila ist uns freundlich gesonnen oder zumindest neutral. Okay, hier haben wir erstmal unsere Ruhe. Ja gut, wir hätten es zwar näher dran, aber das bringt uns nicht viel. Gut, hier fehlt sonst noch irgendwas außer dem Arzt? Nö. Nicht, dass ich wüsste, aber ein Großteil ist noch unterwegs. Wir müssen nur noch die eine Stadt kaputt machen. Verulanium. What? Kommen die denn her? Gut, die habt ihr vernichtet. Sehr schön. Die sind auch alle tot. Dann haben die hier schon mal weniger Leute. Okay, und wir können wieder neue Leute produzieren. Die Frage ist, wo kamen die her und wollten die gerade hier zu diesem Lager? Das ist eine gute Frage, ne? Wenn ja, müssen wir mit den Pferdeeinheiten erstmal wieder runterreiten. Ich könnte noch weitere Leute gebrauchen. Was ist denn ein Jäger? Zeit 90 Sekunden. 2 Ehrenpunkte. Bewohner 48. Also ich probiere es einfach mal. Ich muss mal gucken, was das ist. So, macht euch bereit. Die sind alle im Norden und werden gleich kommen. Wir haben glücklicherweise noch ein paar mehr Leute da. Wir müssen die Ebenen ausnutzen. Aber wir können uns hier auch nirgendwo auf einen Berg stellen. Das ist natürlich äußerst doof. Wir können aber trotzdem die Wälder nutzen
um dort unsere Leute zu verstecken. Das Gute ist, dass dort die Streitwagenfahrer nicht reinkommen. Das wird uns in die Karten spielen. Bloß wichtig ist, dass dann die Verteidigung erst einmal steht. Du passt auf, dann sind die Leute auch noch ein bisschen stärker. Speichert lieber. Gut, wir werden jetzt gleich viel sehen, wahrscheinlich auch gleich angreifen. So, Wartestellung. Da sind die ersten Bösewichte. Gut, seid ihr bereit? Ich bin's nicht. Aber sie schießen. Hervorragend. Geht auf die Streitwagen. Oh, 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 oh. Teilt euch auf. Tötet die Bösewichte. Hervorragend. Streitwagenfahrer sind jetzt so ein bisschen verbuggt, sehe ich hier. Aber ist okay. Mein Gott, die halten aber auch eine ganze Menge aus. Kann das sein? Du gehst hier hinten rein. Alles hört auf mein Kommando. So, alle Mann raus. Seid ihr? Ihr seid Jäger. Na dann jagt mal die Leute dort oben. So, hoch da. Macht das dort oben kaputt. Die kommen raus, sehr schön. Jetzt können wir die wenigstens angreifen. Hier gibt es keinen Stein, ne? Keinen Schrein, gar nichts.
Gerade so geschafft. Wahnsinn. Fear the Eagles. Fürchtet die Adler. Wir haben es geschafft. Super. Verluste 484 war klar. Es war ja auch nicht einfach. Getötete Feinde 618, ausgebildete Einheiten 237. Orte haben wir keinen besetzt, da haben wir wirklich nur mit einem gearbeitet. Spielzeit 47 Minuten und Erfahrungspunkte 6003. Sehr schön. Das ist geschafft. Jetzt kommt als nächstes Hochverrat. Dafür müssen wir tatsächlich schon wieder in das Rheingebiet, Rhein-Main-Gebiet. Der Frieden nach der und so weiter und so fort. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und bis gleich.